Hi, ich werde euch jetzt ganz neue, wundersame Erkenntnisse aus dem Wahlkampf aus Graz liefern, die ihr sicher überhaupt noch nicht erwartet habt. Na, ich möchte wirklich nur auf den Wahlkampf in Graz eingehen und gar nicht jetzt auf die politische Arbeit, die wir jetzt schon in Graz leisten dürfen. Einerseits so ein bisschen was, was schlecht gelaufen ist, was gut gelaufen ist, was ich mir vorstellen könnte, was wir besser machen könnten und was ich mir jetzt gedacht habe, was für Nationalratswahlkampf für uns wichtig ist. Was bei uns im Wahlkampf ganz schlecht gelaufen ist, was ihr vielleicht auch schon kennt aus euren Bundesländern, waren die Stammtische. Also die sind bei uns ganz schlecht gelaufen. Möglicherweise auch aus dem Grund, weil sie kein Thema gehabt haben. Also das heißt, das ist einfach so der Stammtisch, das gemütliche Zusammensitzen auf dem Tisch und politisieren, hat vereinzelt Leute interessiert, aber effektiv ist dort nichts weitergegangen. Und es sind eigentlich mehr Leute verloren gegangen, glaube ich, weil sie sich nicht wirklich abgeholt gefühlt haben. Wir haben es dann zwischenzeitlich so gemacht, dass wir wirklich versucht haben, einen oder zwei oder drei erkenntliche Personen zu definieren, die sozusagen Ansprechpersonen gewesen sind. Und wenn diese nicht gewesen wären, hätten wir da wirklich viel Energie verloren und viele Menschen auch verloren. Und wir haben aber effektiv durch die Stammtische trotzdem da für Interessierte einfach verloren, weil das zu chaotisch abgelaufen ist und nicht wirklich so ein Anlaufpunkt direkt war. Was überhaupt nicht funktioniert hat, waren Presseaussendungen als Reaktion. Das war ein riesengroßes Learning für uns in Graz. Wir haben panisch Presseaussendungen geschrieben als Reaktion auf irgendwas, was in der Zeitung gestanden ist oder was wir gehört haben. Absolut useless gewesen. Das waren Energien, die umsonst verschwendet gewesen sind. Einzig und allein, wenn wir halt wirklich in Gesprächen drinnen mit einzelnen Presseleuten waren, sind wir noch in die Zeitung hineingekommen. Aber effektiv einen Tag später auf irgendwas zu reagieren, war eben nutzlos und verschwendete Liebesmühen. Ja, das geht aber dann einher eigentlich mit den Sachen, die dann auch gut gelaufen sind oder die man besser machen können oder besser machen müssen. Was lief gut? Flow haben wir vorher gehört. Das war bei uns extrem geil im Wahlkampf. Also die gegenseitige Motivation und das gegenseitige Motivieren und das Flauschen, wie es bei den Piraten heißt, und wir haben das wirklich exzessiv gemacht, indem wir uns einfach genommen haben, geknuddelt und gedrückt haben, hat im Wahlkampf wirklich geholfen. Da haben wir vereinzelte Leute gehabt, die das dann einfach so mal angestoßen haben und einfach einmal jeden umarmt haben, der irgendwie auf einen Infotisch gekommen ist. Was für manche Leute am Anfang recht suspekt war. Aber das hat sich dann irgendwie so durchgezogen bis zum heutigen Tag eigentlich, dass sich Leute einfach nur umarmen und drücken. Und das hat einfach gepusht in der Wahlkampfzeit. Und ja, für manche war es suspekt, aber vielen hat es, glaube ich, einfach gefallen und es hat wirklich viel geholfen. Also einfach, dass du merkst, dass du zusammen an was arbeitest und zusammen weiterbringen willst. Da hat dieses Flauschen und Drücken und Kuscheln sehr gut geholfen. Was hat in Summe auch noch gut funktioniert? Also eigentlich sicher auch das Flauschen und das Kuscheln haben die Infostände sehr gut funktioniert. Also wirklich draußen zu sein, auf der Straße die Menschen zu informieren. Da hat sich vor allem auch gezeigt, da gibt es Leute, die würden gerne Energien da hinein verwenden, sind aber einfach nicht geeignet dafür, tun es trotzdem. Zum Beispiel so wie ich. Also ich bin da nicht so geeignet dafür, Menschen direkt so kaltakquise-mäßig anzureden. Andere Leute haben das so geil gemacht, das war ein Wahnsinn. Ich war dann mehr so Second Level Support irgendwo im Background und wenn es dann in die Tiefe gegangen ist, ins Programm rein oder wie wir das umsetzen wollen, da war dann eher jeder Ansprechpartner. Also das hat aber in Summe voll super funktioniert, weil da einfach manche Leute dabei waren, die das grenzgenial gemacht haben. Was meines Erachtens noch sehr gut gelaufen ist, was wir aber leider viel zu spät genutzt haben und was wir viel intensiver hätten nutzen können, waren allgemein Podiumsdiskussionen, Schuldiskussionen. Einfach aus dem Grund, weil es natürlich nichts kostet. Das ist der eine riesengroße Vorteil. Der zweite Vorteil ist, das ist, denke ich, doch eines unserer Wählergruppen, die man dort findet. Und die Schüler, ich weiß nicht, ob wer schon von euch bei einer Schülerdiskussion war, aber diese Schülerdiskussionen sind einfach extrem weiterbildend, sage ich mal, weil die Fragen, die dort auftauchen, sind grenzgenial. Die Gedanken, die sie Schüler machen, politisch sind schwerst umfassend. Also das ist nicht nur Regionalpolitik, sondern EU- und Weltpolitik und die erwarten sich Fragen. Und wenn eine Antwort kommt, eben, ich weiß es nicht, ist es für sie zwar okay, aber sie wollen auf jeden Fall keine Antworten, die die Fragen nicht beantworten. Also solche ausschweifenden, ja, man müsste vielleicht komischerweise das oder das machen, hilft ihnen nichts, sondern sie wollen wirklich klassische Antworten haben und reagieren zum Beispiel auf Regionalpolitiker, die dann in der Stadt Graz sagen, ja, da kann ich Ihnen jetzt nicht weiterhelfen, weil ich bin in der Stadt Graz und das ist ein Bundesthema, relativ garstig, indem sie dann den einen Kommunalpolitiker darauf hinweisen, dass er aber Kollegen hat, die in der Bundespolitik drinnen sitzen und er ja mit denen reden könnte. Also die Schüler sind wirklich sehr genial und
da kann man einerseits wirklich sehr viel lernen und auf der anderen Seite, glaube ich, auch sehr breit viele Leute erreichen. Was hat bei uns super funktioniert, auch mit der Mithilfe von allen Piraten aus ganz Österreich, waren jegliche Aktionen und exklusive Geschichten, sage ich mal, die wir gemacht haben. Da war einerseits sicher das Thema mit der Überwachungs-App, die wir gemacht haben in Graz, wo wir die Überwachungszonen dargestellt haben in einer Applikation drinnen. Das hat gut funktioniert. Das hat einerseits gut funktioniert von den Leuten, die es dann genutzt haben, hat aber auch andererseits gut funktioniert, da wir das eben exklusiv an eine Zeitung vorab positioniert haben, mit der Zeitung dementsprechend gesprochen haben, abgemacht haben, wann das kommt, in welcher Form das kommt, die Bilder geliefert haben und da einfach wirklich mit einer Zeitung sehr eng zusammengearbeitet haben. Hat meines Erachtens genial gearbeitet, weil es kurz vor der Wahl ein Zwei-Seiten-Bericht in der Zeitung war. Also das war Aktionismus gepaart mit einer Anwendung dazu noch. Was hat bei uns noch gut funktioniert? ACTA ist gerade vorher schon gefallen. Wir haben damals was recht Lustiges gehabt. Wer von euch kennt ACTA nicht oder weiß nicht, was ACTA ist? Okay. Zweite Fangfrage. Wer von euch kennt Femen nicht? Okay. Femen ist eine Gruppe von Frauen, die durch Aktionismus auftauchen und sich meistens auch nackt oder sehr geringfügig bekleidet präsentieren. ACTA und Femen kombiniert, das heißt nackte Frauen und es geht um Überwachungsproblematik. Das war zuerst was wir uns irgendwie nicht gedacht hätten, ist aber von einer Frau auch gekommen, die vorgeschlagen hat, das wäre doch voll super, wenn man stoppt ACTA auf nackte Frauenrücken mitten im Winter vor dem Schlossberg präsentiert, fotografisch darstellen, um drauf medial hinzuweisen. Nackt für ACTA, mach dich nackt für ACTA, genau. Der lustige Effekt war dadurch, naja, die Presse hat ein Foto gehabt. Und wie kannst du ein Thema wie ACTA, was jetzt nicht wirklich fotografisch darstellbar ist, in die Presse reinkringen, indem du der Presse ein Foto gibst, das sie darstellen kann? Das hat die Presse natürlich gemacht, die hat das Foto riesengroß in die Zeitung gegeben. ACTA war in der Zeitung drinnen, war in einer kleinen Zeitung drinnen. Das Foto ist auch relativ gut durchs Internet gegangen, nachher im Endeffekt. Heißt, wir haben versucht, ein Thema zu kombinieren mit etwas, wo wir schon gewusst haben, die Presse braucht Fotos, die Presse braucht eine Story und eine Story verkauft sich nur gut mit Fotos. Ja, das war auch so ein Learning eben aus dem Ganzen heraus, dass du Themen, die du vielleicht nicht gut bildlich darstellen kannst, einfach durch ein anderes Bild, durch eine andere Emotion darstellen kannst. Wir haben natürlich die Frauen auch ein bisschen auf die Barrikaden gebracht damit, oh mein Gott, das machen sich Frauen nackt für etwas. Habe ich aber jetzt auch nicht so schlimm gefunden, weil effektiv die Piraten in der Diskussion waren. Also das war doch hart zwischenzeitlich, vor allem gerade das Landesvorstand, das wieder ein bisschen abzufedern und auch darauf zu bestehen. Und es war auch so, dass Frauen selber diese Idee gehabt haben. Aber damit muss man dann halt rechnen, wenn man sowas macht, dass dann halt dementsprechende Frauenorganisationen ein bisschen auf die Barrikaden gehen. Was hat noch gut funktioniert? Ganz was Lustiges, was wir in Graz gemacht haben, das war im Rahmen von der BGV damals. Wir sind mit einer Schatzkiste durch die Stadt gegangen und haben Steuergeld verteilt. Das heißt, wir haben in der Schatzkiste Euro, Taler und Euroscheine gehabt und sind zu den Menschen hingegangen und gesagt, wollen Sie Steuergeld zurück? Und die haben gesagt, nein, danke, habe ich schon. Und irgendwie dann nach dem zweiten Schritt, den sie nach vorne gegangen sind, wie was, Steuergeld zurück? Sind sie irgendwie wieder zurückgegangen und haben überlegt, was hat der jetzt gerade gesagt? Weil das für sie natürlich der Klassiker ist, irgendwer kommt zu dir, bietet dir was an, fragt dir irgendwas und du sagst eigentlich, na danke, habe ich schon. Die einzige, die wir erwischt haben, die das echt begründet gesagt hat, war jemand, die beim Finanzamt gearbeitet gehabt hat, die gesagt, sie hat das echt schon zurückgekriegt, weil sie natürlich halt drinnen arbeitet. Aber sonst war das eigentlich eine coole Aktion, die in der Stadt funktioniert hat, die recht billig auch war, wo die Leute aber aufmerksam geworden drauf sind. Also erstens, wer seid ihr jetzt eigentlich nachher? Okay, ihr seid die Piraten, okay, Steuergeld zurück, Piraten, das ist irgendwie ein Widerspruch in sich, ist aber trotzdem irgendwie cool. Und sie haben es lustig gefunden und haben sich auch interessiert dafür. Und also das ist meines Erachtens auch gut gewesen. Fällt eben, wie gesagt, auch in die Geschichte Aktionismus rein. Ja, was würde ich anders machen, wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, dass wir weit vor dem Wahlkampf stehen würden? Wir sind ja damals überrascht worden mit einem vorgezogenen Wahlkampf. Das heißt, wir haben zwar schon uns Gedanken gemacht über einen vorgezogenen, haben aber nichts geplant gehabt und dann ist er wirklich vorgezogen worden. Das heißt, was ich nochmal machen würde, ich würde die Detailplanung, und da geht es jetzt gar nicht darum, um die Aktionen, weil das ergibt sich dann meistens von selber, sondern wie sind die Prozesse dahinter, wie schaut es mit den Unterschriften, Anmelden, Ansuchen, Standplätze, Infoveranstaltungen anmelden, wie schaut diese ganze Prozesse, rechtlichen Prozesse im Hintergrund aus, das würde ich viel früher anfangen, nochmal. Vor allem mit einem wirklichen
eingeschworenen Team in der Richtung. Das müssen halt 2, 3 Leute sein, die sagen, ich will das auch machen, ich kümmere mich drum und ich bilde da sowas wie eine Wahlkampfzentrale, die halt 24 Stunden am Tag erreichbar sind, die immer wissen, wo ist gerade was, wo ist gerade der Infostand, wo sind die Fahnen gerade, wo ist gerade wer und wie komme ich zu einer Information, wo ich die dementsprechenden Infos herkriege. Spezifisch würde ich, weiß nicht, wer sie kennt, Grotius, also den Mike und die Miri, die würde ich klonen vor der Wahl nochmal, weil das waren zwei, die einfach extrem Gas gegeben haben. Der Mike hat 24 Stunden am Tag gearbeitet für das Ganze und die Miri war unsere Motivationsenergiefrau, die war Wahnsinn, die hat die Leute so motivieren können, dann doch noch auf einen Infostand zu kommen, wo halt zwei sich schon den halben Tag den Arsch abfrieren, die dann plötzlich mit 4 Leuten aufgetaucht ist. Also was wir dringend brauchen, sind wirklich Leute, die die anderen Leute einfach mitreißen können und motivieren können. Und solche Leute muss man unbedingt fördern und finden auch, also die das machen wollen. Ich hätte spezifische Themenabende gemacht, mehr, weil das haben wir zwischenzeitlich gemacht und bei spezifischen Themen kann man Leute abholen, aber eben nicht beim Stammtisch. Also wir haben es dann auch gemacht zwischenzeitlich zum Thema Liquid Democracy oder neue Demokratie, bedingungsloses Grundeinkommen, zum Thema Wehrpflicht haben wir was gemacht. Also da finden dann schon Leute hin und eben immer wieder andere Leute und nicht immer wieder die gleichen Leute, weil beim Stammtisch sind vielleicht, wird bei euch vielleicht ähnlich sein, immer wieder die ähnlichen und gleichen, aber bei Themen kommen dann halt doch andere. Ja, Tipps zur Nationalratswahl, die ich immer gedacht habe. Wir haben ein sehr umfangreiches Programm, Gott sei Dank. Also das Argument mit die Piraten haben ja kein Programm, das ist schon lange nicht mehr aktuell. Und was wir aber machen müssen, ist definitiv, und das muss meines Erachtens strategisch sein, das geht Richtung USP, das geht einfach in Richtung einer strategischen Auswahl der Themen, die wir spielen wollen, weil wir der Meinung sind, dass das klug ist. Das ist dann halt eine Frage und das wäre vielleicht auch für morgen für einen Slot was Interessantes, also für mich persönlich zumindest, sich da zu überlegen, welche Themen könnten das sein, welche Themen erwischen ein breites Spektrum und das muss man jetzt nicht falsch verstehen, indem man sagt, wie könnten wir uns als Partei positionieren, um eine Lücke zu schließen. Das brauchen wir gar nicht. Wir haben die Lücke eh schon. Wir müssen nur die Themen rausfiltern, die sich gut kommunizieren lassen können. Wir haben eh schon so gewisse Schlagwörter, so Hackler, also Hacker für Hackler. Das ist nett, hab ich nett gefunden, ist aber glaube ich wahrscheinlich nicht so vom Wortlaut vielleicht nicht das spezifisch Genaue, was dann jeder versteht. Aber ich glaube, genau dort drückt der Schuh eigentlich, weil der Schuh drückt unten und drückt bei der Bevölkerung auch ganz weit unten und nicht oben. Und da müssen wir dementsprechend ansetzen. Also ich habe da mehrere Sachen, die mir eh schon leistbares Wohnen, Arbeitslosigkeit, Hacker für Hackler. Ich würde auch ganz intensiv schauen wollen, selber, dass wir in Podiumsdiskussionen verstärkt reinkommen. Also ganz wichtig meines Erachtens, dass wir so gut wie in jeder Schule irgendwen gehabt haben, der bei einer Schuldiskussion dabei ist. Im Idealfall dann das 3-4-5er Team, das 24 Stunden am Tag von Schuldiskussion zu Schuldiskussion läuft. Aber das ist einfach wichtig. Ich habe auch was drin, was ich mir wünschen würde. Es gibt schon gewisse Themen, die man pressemedial in Form von Presseaussendungen, glaube ich, vorbereiten kann, weil zum Beispiel heute ist ja auch Equal Pay Day. Ich weiß nicht, ob wir da was ausgesendet haben zu dem Thema, laut vom Bundesvorstand, okay. Aber das ist zum Beispiel was, das ist jetzt nichts Überraschendes. Da wissen wir, okay, heute ist der Equal Pay Day, da kann die Piratenpartei sich dementsprechend positionieren, kann vorab mit der Presse telefonieren und sagen, Jungs, bitte, da wäre toll, Equal Pay Day, da ist unsere Position so. Also es gibt Themen einfach, oder sage ich mal, ein Jahreskalender, wo man doch weiß, was einem da erwartet und das wäre halt, glaube ich, für uns wünschenswert, dass man vorab bei solchen Terminen wirklich eine fertige Presseaussendung haben und dann dementsprechend halt natürlich die Pressekontakte österreichweit nachtelefonieren. Und für mich der wichtigste Tipp oder das wichtigste Coming Out in der Richtung ist gewesen, sicher Aktionen, Aktionen, Aktionen. Also Aktionismus ist sicher das, was wir gepaart mit einer strategischen Ausrichtung und mit Themen, die wir spielen wollen, sehr gut machen können und eben preiswert und eben dementsprechend dann, glaube ich, doch mit der medialen Aufmerksamkeit, wenn wir der Presse eben Bilder, Story plus die emotionale Geschichte dahinter liefern und eben, wie sie schon vorher gesagt worden ist, viele Menschen, die da einfach dahinter stehen, hinter dem Thema. Ja, und ich glaube, das war jetzt hoffentlich nicht zu schnell, weil ich bin immer zu schnell.
das, was ich mir so gedacht habe. Jo. Fragen machen wir jetzt nur ganz kurz, weil unser Gast aus Deutschland ist wieder aufgewacht und wir schieben ihn gleich ein. Aber deswegen zwei Fragen, bitte sehr. Fällt wem was ein zum Wahlkampf in Graz? Noch 10 Sekunden, lassen wir das sickern. Ja, bitte, Walter. Erklärungen sammeln können. War das schwierig für euch? Unter Anführungszeichen war es ja recht einfach, weil wir keinen Notar braucht haben, sondern wir haben das ja einfach wild auf der Straße sammeln können. War aber jetzt auch nicht so einfach, wie man sich das erwartet. Also man glaubt, normalerweise kriegt man recht schnell eine Unterschrift für irgendwas. Es hat dann doch länger gedauert. Also es wäre sicher klug, sich da dementsprechende Zeit einzuplanen. Und ich glaube, die Erfahrungen aus Salzburg in der Richtung für die Wahl sind doch gewesen, auch wenn es notariell beglaubigt ist, das ist nur mal ein Push härter. Und die Barriere ist einfach größer. Also in Richtung notarieller Beglaubigung an einem Standort finde ich sehr gut. Das hat in Salzburg zum Beispiel sehr gut funktioniert. Und ich würde es auch in Graz so anlegen wollen oder in der Steiermark so anlegen wollen, dass du Leute zu einem Ort hinbringst, anstatt zu versuchen, sie in ein Gemeindeamt hineinzubringen. Also das ist, glaube ich, recht schwierig. Also in Summe in Graz ging es leicht durch die rechtliche Gegebenheit, aber trotzdem schwerer, als man es gedacht hat. Ziel war eigentlich, dass wir so circa die zehnfache Menge abgeben. Und also das war so der Plan einmal, den wir geschmiedet haben. Wir geben so viele Unterstützungsunterschriften ab, wie wir Stimmen bräuchten, um im Grazer Gemeinderat überhaupt einzuziehen, weil da war der Gedanke, das eben mit der Presse gemeinsam zu übergeben und zu sagen: Jungs, schaut's her, wir treten nicht nur an, sondern drinnen sind wir fix schon. Also so diesen Druck auch medial zu starten. Und das hat sich aber doch dann als schwieriger dargestellt. Also gebraucht haben wir 200 Unterschriften, die noch dazu die Schwierigkeit haben. Die Leute durften nicht ein zweites Mal für eine andere Partei auch mit unterstützen und schreiben. Das heißt, es war im Wählerverzeichnis praktisch gegenzuchecken, A, ob die Leute überhaupt in Graz gemeldet sind, weil da es Einschränkungen gegeben. Wir haben von den 200, die wir gebraucht haben, dann letztendlich fast die doppelte Menge, nämlich rund 400 zusammengebracht. Und soweit ich das überblickt habe, ein Großteil oder zumindest die Hälfte davon war im Prinzip aus dem Bekanntenkreis. Das heißt, es ist uns gelungen, die aktiven Mitglieder in der Steiermark, in Graz vor allem, so weit zu motivieren, dass die nicht nur selber das unterschrieben haben, sondern was weiß ich, Freund, Freundin, Opa, Oma, Bekannter und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial, das man auf alle Fälle nutzen muss. Danke. Zum Sammeln, ich habe in Graz auch Unterschriften gesammelt, glaube ich 40 Stück. Ich bin einfach in das nächste große Hochhaus reingegangen, beim Lift raufgefahren und runtergegangen und habe unten 10 Unterschriften gehabt. Also das war super einfach. Meine Frage: Wie viel Geld braucht man für einen Wahlkampf, nicht nur in Graz, sondern in ganz Österreich? Ehrliche Antwort, keine Ahnung. Also ich kann nur sagen, was wir in Graz braucht haben. Wir haben in Graz 8.000 Euro ausgegeben. Es wären von den 8.000 sicher nicht die vollständigen 8.000 notwendig gewesen, weil da war zwischenzeitlich Schokolade und Verpflegung für die Wahlkämpfer dabei, also Kaffee. Vielleicht wäre es mit 7.000 gegangen. Aber effektiv, also ich möchte nicht sagen, man kann nie genug Geld haben in der Richtung, weil dann neigt man dazu, das sinnlos zu verschwenden, möglicherweise. Ich glaube, in Graz hätte man wir hätten es nicht viel besser machen können vom Geld her, glaube ich. Also wir hätten ein paar mehr Plakate gehabt vielleicht, bin mir aber nicht sicher, ob das was bringt. Also ob das wirklich dementsprechend, ob dieses Geld, was du in Plakate investierst, umsetzbar ist in Wählerstimmen. Viel gescheiter wäre gewesen, zum Beispiel das Geld in mehr Infostände zu investieren, glaube ich, und dort mehr Präsenz zu zeigen. Das läppert sich auch, weil das ja auch was kostet. Also ich glaube, mit 10.000 bis 15.000 Euro hätte man in Graz einen gescheiten Wahlkampf machen können, aber was viel wichtiger ist, sind die Leute, die dort mitmachen, weil die sind in der Richtung unbezahlbar und unbezahlbar gewesen. Und auch unser riesengroßer Vorteil, dass wir keinen einzigen bezahlt haben. Was genau kostet bei so einem Wahlkampf was? Oder was sind da die Dinge, die ins Gewicht fallen? Bei so einem Infostand, was verschlingt dir das Geld? Genau, du fängst bei einem Infostand an, effektiv. Das heißt, der Infostand, also die Anmeldung des Infostandplatzes kostet, also ich weiß nicht, wie es bei der Nationalratswahl ausschaut oder in den anderen Ländern, aber Graz im Wahlkampf hat so ausgeschaut, dass du jeden Infostand, jeden Termin, jeden Tag bezahlen hast müssen. Du hast jedes Flyer angehen pro Person bezahlen müssen. Wir haben halt
hört hoffentlich eh jeder zu von der Stadt Graz. Wir haben natürlich immer angemeldet, wenn wir Flyer gegangen sind, jedes einzelne Mal, und natürlich jede Person, die Flyern gegangen ist, war natürlich angemeldet. Es ist nie zufälligerweise passiert, dass 10 Personen gleichzeitig Flyern waren an einem angemeldeten Tag. Wir haben jeden einzelnen Plakatständer, den du in Graz aufgestellt hast, den Platz zahlen müssen. Unabhängig davon, dass zu dem Zeitpunkt noch kein Plakat oder irgendwas dort gestanden ist. Das heißt, du hast einmal zahlen müssen dafür, dass du irgendwo einen Plakatständer irgendwo aufstellst. Hast dann einmal zahlen müssen, dass du irgendeinen Plakatständer findest, den du dort aufstellen kannst, inklusive dem Plakat, was drauf gehört. Das heißt, es läppert sich in Summe schon. Wobei es in Graz auch war, dass uns viele Plakatständer abhanden gekommen sind. Die sind von irgendwelchen bösen Menschen, Piraten versteckt worden und dann irgendwo anders an anderen Stellen wieder aufgetaucht. Das ist okay. Also ist wirklich so passiert auch, und also das heißt, das sind Varianten, aber das kostet alles. Also da fängst du wirklich bei einem Plakatständer an, bis dass du halt einmal einen Infostand brauchst, der selber noch Geld kostet. Also es läppert sich dann effektiv, und ich müsste jetzt dann lügen, dass es genau war, aber ich glaube, jeder Plakatständer, das weiß der Gerald vielleicht noch besser, was uns jeder Platz gekostet hat, ich glaube, das war gar nicht so billig, das waren 70 oder 80 Euro pro Standplatz, also für einen Plakatständer, dass du ihn hinstellen hast dürfen, genau, 80 Euro, 79 Euro für einen Ständer, dass du ihn dort stehen hast lassen dürfen, in der aber kompletten Wahlkampfzeit. Und die Plätze dementsprechend auch pro Tag. Und da war das Problem natürlich, dass man, das war die spannende Geschichte, ich bin da hineingerufen worden zu einem Termin und hat es geheißen, es geht halt um die Verteilung der Infostände, und ich bin halt hingegangen, und dann hat es plötzlich geheißen, so, ich muss jetzt heute sagen, an welchen Tagen ich wo und wo stehen will. Das habe ich in der Minute erfahren. Ja, und dann habe ich halt relativ spontan halt überlegt, so, keine Ahnung, wie viel Budget wir jetzt dafür haben, und habe dann halt einfach gesagt, so, ja, so dreimal pro Woche sollte man schon stehen und am Schluss halt ein bisschen öfters, und habe nicht mitgerechnet, wie viel Geld wir jetzt da für die Infostände ausgeben, sondern so überschlagsmäßig, so, das könnten wir uns, glaube ich, leisten können.